und elektrisch. Aber so wie sie die Autos machen wollen, ohne Brennstoffzelle, das geht nicht. So, ein herzliches Willkommen heute Abend mal außerplanmäßig. Ich werde auch wieder bleiben, ein paar Minuten und dann gehe ich auch. Außerplanmäßig. Ich bleibe ich aber nicht. Tedro, ja, ich bin hier gerade noch, ich schwenk mal rüber, noch im Gespräch über die ja, Bewegungsphysiologie, sie, ach, Scheißwort, in Deutschland, also über den Verkehr in Deutschland. Ach Gott, jetzt, ich manövriere mich hier in Bereiche, da will ich gar nicht hin. Ja, wie gesagt, heute durch dummen Zufall bin ich nun doch live unterwegs für euch in Tedro. Gruß geht an alle raus, die uns natürlich heute wieder zusehen auf Eviltrue TV, auf U96 wird das ja ebenfalls gespiegelt auf D-Live und natürlich ist heute auch die Glocke läutet, Dekokiste MV hier live vor Ort und MV04 ebenfalls. Ich blende mal nach vorne und schwenk dann mal. Remember, remember the 5th of November. Die Verschwörung und der Verrat. Es gibt keinen Grund, die Pulververschwörung jemals zu vergessen. Im Hintergrund seht ihr, der Rainer macht sich auch schon startklar. Wir schwenken mal rum. Ich muss das ein bisschen vorsichtig machen, weil wir haben hier einen kleinen Wackelkontakt in der Stromversorgung. Ja, Dekokiste TV mit eigenem Regenschirmhalter, auch nicht schlecht. Sowas brauche ich auch noch. Und ja, so fortschrittlich ist MV004 noch nicht. Der muss seinen Regenschirm alleine halten. Und wer es verfolgt hat, die Veranstaltung vergangene Woche war ja ein doch etwas anderes Event, wie wir es sonst hier kennen, in Tedro auf dem Markt. Das sollte ja offiziell eine Gegendemo sein. Ja, ich muss mal zum Rainer. Moment. Wie bitte? So ein Scheiß. Ja, das habe ich nicht gesagt, aber... Ja, ihr kriegt es vielleicht mit. Oh. Man könnte es ja an den Regenschirmen erkennen. Jetzt beginnt es auch wieder Döller. Und jetzt... Dekokiste TV muss alleine den Regenschirm halten. Ist Premiere. Donnerwetter. Der Regenschirmhalter entfernt sich langsam da hinten mit dem blauen Regenschirm. Tja. So kann's kommen. So, schwenken wir mal nach vorne rum. Natürlich geht ein Gruß an alle Zuschauer, die uns heute zuschauen. Und den nehmen wir natürlich mit, den Udo mit seiner Trommel. Jetzt hört er gerade auf. Ein Gruß geht natürlich wieder nach Österreich an den Frank. Ja. Und einen wunderschönen guten Abend, Tedro! Ja, bevor ich heute anfange, möchte ich euch nicht belehren. Ich würde gerne sagen, dass ich noch zwei Regenschirme hier habe von mir. Persönlich, wenn noch einer einen Schirm gerne möchte, dann bitte abholen. Also wer braucht noch einen Schirm? Nimm du mal den schönen hier, da passen zwei drunter. Und hier ist noch ein grüner, der sieht hässlich aus, aber der hält ab. Also nicht beim Sex, ihr müsst denn schon für den Regen, meine ich. Keiner? Gut. Wie ich hier vorne. Halt mal bei 8. Achso. So, Freunde, jetzt belehre ich euch natürlich wie immer. Wir sind vor allen Dingen friedlich hier.
Wir haben keine Feuerwerkskörper dabei, die wir zünden. Wir haben keine Waffen mit waffenähnlichen Gegenständen dabei. Wir vermummen unser Gesicht nicht, weil wir stolz darauf sind, Deutsche zu sein. Jawohl. Im Nachgang zur heutigen Veranstaltung, die ja die letzte in diesem Jahr sein wird, also so ein bisschen weihnachtsträchtig das Ganze, haben wir noch was vorbereitet, also ihr müsst nicht gleich nach Hause gehen. Gibt noch was Warmes und wer möchte auch was Kaltes. Von oben, genau. So, und nun habe ich die neueste Schlagzeile, da fange ich gleich mal mit an, Freunde. Frisch aus dem Äther gezogen. Dadurch, dass die politische Situation in Deutschland natürlich gerade etwas härter ist, hat Olaf Scholz sich gedacht, er zieht sich mal eben aus dem Verkehr und hat bei X, bei Elon Musk, dem Internetportal, das gerade mächtig für Furore sorgt und kontrolliert werden soll und verboten werden soll, hat er getwittert. Das ist eindeutig keine Überraschung, über die ich mich freue. Meine aktuellen Covid-19-Tests zeigen zwei Striche. Bei wenig Symptomen baue ich auf einen milden Verlauf und arbeite erstmal nur vom Schreibtisch aus. Ja, das mit dem milden Verlauf, na gut, da kann man so seine Meinung haben. Geht natürlich auch besser. Also Olaf ist erstmal verschwunden. Wir werden sein relativ dämliches Grinsen im Fernsehen gerade nicht sehen. Und dann haben wir uns ja gefreut, vor einigen Tagen und Wochen, dass wir im MDR einen wunderschönen Beitrag gesehen haben über verschmutzte Impfstoffe. Dieser Beitrag ist nicht mehr zu sehen in der MDR-Mediathek und bei MDR. So viel zum Thema, hier wird nichts zensiert. Also wer Glück hat und das Ding noch findet im Netz, kann man sich's angucken, wer es noch nicht gesehen hat. Bei MDR ist dieser Beitrag über den Pfizer-Impfstoff und dessen Verschmutzung nicht mehr aufzufinden. Wir leben natürlich im besten Deutschland aller Zeiten. Wunderbar. Ja, genau. Es ist der, ja, Zitat Steinmeier, Zitat Ende. Unser Bundestag beschließt, das habt ihr alle gesehen, gehört, gelesen, Heizen und Tanken werden richtig teuer, die Schuldenbremse wird ausgesetzt. Der Bundestag hat am Freitagvormittag, und man muss dazu sagen, zu Beginn der Debatte war nicht ein Minister auf der Regierungsbank so viel Wert legen die darauf, wenn sie so eine Scheiße fabrizieren, auch dabei zu sein, wenn es beschlossen wird. Später kam dann mal Frau Faeser dazu und der Herr Pistorius, zu dem komme ich auch noch heute. Es ist einfach ein Witz. Aber was beschließt eben die CO2-Preiserhöhung, so wie die GroKo das einmal vorgesehen hatte, wir greifen jetzt schon wieder zurück auf die Merkel-Regierung mit dem, was wir hier für politische Maßnahmen erzielen und treffen. Die Regierung wurde eigentlich mal abgewählt, weil wir mit der auch nicht zufrieden waren. Das Parlament beschloss, dass ab Januar 45 Euro pro Tonne ausgestoßene CO2 gezahlt werden müssen. Noch sind es 30. Mit dem Beschluss setzt der Bundestag den ersten Teil des jüngst beschlossenen Haushaltspakets der Ampelregierung um. Das heißt laut ADAC, zum Jahreswechsel wird Benzin 4,3 Cent teurer, Diesel ca. 4,7 Cent. Und wo unsere Spritpreise liegen, wegen dem bösen Angriffskrieg, den Wladimir Putin führt und was weiß ich, was dafür Ausreden kommen, das wissen wir alle, man kann es jetzt kaum bezahlen, wenn man zur Arbeit will, das ist eine Riesensauerei. Gas wird teurer, laut Vergleichsportal Verivox um 39 Cent, die Kilowattstunde Heizöl um 4,8 Cent pro Liter. Für eine Durchschnittsfamilie um die 100 Euro pro Jahr mehr. Es ist ein Wahnsinn, der hier beschlossen wurde von dieser volksfeindlichen Regierung. Und immer wieder in jedem Interview, was ich sehe, was ich lese, ob es der Scholz ist, ob es der Habeck ist, oder ob es der mit den langen Loten ist hier, wie heißt er noch, das Reittier, Hofreiter heißt er. Es ist alles nur Putins Schuld, wenngleich wir schon vor dem Krieg, den Putin angefangen hat gegen die Ukraine, in Europa die höchsten Strom-Gaspreise hatten im Vergleich zu anderen Ländern hier. Es ist ein blanker Wahnsinn. Und jetzt mit den Streichungen der Subventionen für unsere Bauern, das habt ihr auch alle gesehen, Kfz-Steuern werden bezahlt jetzt und die Dieselsubvention ist auch aufgehoben. Jetzt werden die Bauern wach. Ich bin da so ein bisschen geteilt der Stimmung.
Ich mag Anthony Lee, das ist ein ganz feiner Mensch, der nur die Wahrheit sagt. Aber warum sind die Bauern nicht schon seit 2 Jahren mit uns gemeinsam auf der Straße? Ich habe mit den Bauern hier im Umkreis gesprochen, mit dem Kreisbauernverband, ob hier nicht mal ein paar Traktoren auf den Marktplatz kommen können. Weil die gleichen Probleme, die wir privat alle schon haben, 2 Jahre lang, hat jeder Bauer privat für sich zu Hause auch. Und jetzt fangen sie an und nehmen uns nicht mit rein. Mich hat keiner angerufen, hat gesagt, wann machst du die nächste Demo, wir kommen hier mal. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Bauern hier im Umfeld mit nach Berlin gefahren sind. Ich weiß auch nicht, was ich von Berlin halten soll. Das ging mir sehr, sehr schnell und es war sehr, sehr gut organisiert. Das haben wir 2 Jahre lang nicht hingekriegt. Ich unterstütze das natürlich voll und ganz, weil ohne Bauern hier unten steht's, stirbt das Land. Das ist richtig. Und wir brauchen keine verkeimten, mit Pestiziden irgendwo bearbeiteten Früchte und Kartoffeln aus irgendwelchen Drittländern oder Brasilien oder sonst irgendwo. Wir haben hier so hohe Standards für die Herstellung von Lebensmitteln. Das alles soll kaputt gemacht werden. Aber die Zeichen, und das hat man bei den Bauernprotesten in den Niederlanden schon gesehen, standen schon sehr, sehr lange da, wo sie jetzt sind. Und deswegen bin ich ein wenig enttäuscht, dass es jetzt erst passiert. Aber macht bitte weiter, Bauern. Lasst uns alle gemeinsam gegen diesen Wahnsinn vorgehen. Das normale Volk, die Fuhrunternehmer, jeder Unternehmer in diesem Land muss jetzt langsam aufstehen. Jeder Bürger muss begreifen, dass diese Regierung für uns nichts Gutes tut. Die quetschen uns aus wie eine Zitrone, verschenken unser Geld in die ganze Welt. Ich habe noch ein paar schöne Storys für euch nachher. Es ist ein Riesenwahnsinn und wir müssen anfangen, zusammen, gemeinsam gegen diese Scheiße vorzugehen, die diese andere Regierung produziert hier am laufenden Band. Der Nachtragshaushalt ist beschlossen. Insgesamt 70,61 Milliarden Euro und damit 44,8 Milliarden Euro über der zulässigen Kreditaufnahme. Der Bundestag setzt die Schuldenbremse zum 4. Mal in Folge aus. Das Grundgesetz sieht nach Artikel 115 ausdrücklich vor, dass zusätzliche Kredite aufgenommen werden können im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen. All das, was jetzt passiert, entzieht sich nicht der Kontrolle dieses Staates, dieser Regierung. Alles, was hier passiert, passiert, weil diese Regierung es so veranlasst hat, mit ihrer Politik der letzten 2 Jahre und Merkel-Politik seit 16 Jahren. Eine Riesensauerei ist das, was sie hier machen mit uns. Wir haben eine Regierungskatastrophe. Ja, das ist wohl richtig. Wir haben eine Regierungskatastrophe. Während die Politik über Steuererhöhungen nachdenkt und teilweise auch Rentenkürzungen und was alles noch dazu debattiert wird, hat sich ein Portal im Internet, Apollo News, mal durch den Entwurf des Haushaltsplans 24 gewühlt. So möchte die Bundesrepublik, haben die aufgedeckt, 2024 für Investitionen für den Schutz des Klimas und der Biodiversität im Ausland 685 Millionen Euro ausgeben. Gleichzeitig hat der Bund schon weitere Ausgaben unter diesem Haushaltspunkt für die nächsten Jahre verplant. Aus Verpflichtungsermächtigungen resultieren für die Haushalte 25 bis 34 weitere Ausgaben in Höhe von insgesamt 1,267 Milliarden Euro, also fast 2 Milliarden zusammen. Und dabei sind die neuerlichen Versprechen von Olaf Scholz wohlgemerkt, der bei der Klimakonferenz versprach, 4 Milliarden für den Klimaschutz, noch gar nicht dabei, Freunde. Wofür ist der ganze Scheiß? Hinzu kommt Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte. Besonders im Ausland wohlgemerkt, in Schwellenländern und Entwicklungsländern. Besondere Schwerpunkte, und jetzt hört schön zu, sind dabei die Gleichstellung der Geschlechter, Schnittstellen zur Klimawandelfolgenbekämpfung und künstliche Intelligenz. Wir finanzieren also mit 33 Millionen Euro für das Jahr 2024 Geschlechtergleichstellung, künstliche Intelligenz in Drittschwellenländern. Es ist ein Wahnsinn. Die sammeln auch bald Flaschen, die Rentner sammeln Flaschen. Mit den Kosten, die auf uns zukommen, werden viele, viele Privathaushalte, viele Unternehmer, viele mittelständische Betriebe ihrer Insolvenz entgegenblicken. Es gibt auch Privatinsolvenzen, Freunde. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Rentner in diesem Lande so ganz, ganz knapp an der Grenze sind zu dem, was man Insolvenz im privaten Haushaltsbereich nennt, Freunde. Es ist eine Riesensauerei. Doch auch innerhalb Deutschlands, es geht noch weiter und wird noch schöner.
gehen die Ministerien fragwürdig mit Geld um. So kostet die Umrüstung der Kronleuchter in Habecks Wirtschaftsministerium, im Dienstgebäude in der Scharnhorststraße, insgesamt 450.000 Euro. Die Modernisierung der Rückkühlanlage, umgangssprachlich sagt man auch Klimaanlage dazu, in der Scharnhorststraße kostet den Steuerzahler 1,5 Millionen Euro. Dagegen ist die Errichtung der Infrastruktur für Elektromobilität im gleichen Gebäude mit Kosten von nur 518.000 Euro ein wahres Schnäppchen. Wir bezahlen 72 642.000 Euro für die Stadtbahn von Saigon. Die Stadtbahn der vietnamesischen Stadt Saigon, heute offiziell Ho Chi Minh Stadt, soll mit 72 Millionen Euro bezuschusst werden. Begründet wird dieses Engagement in ausländische Infrastruktur, werde die deutsche Regierung sich am Projekt und Projektführung beteiligen, um dort gut dazustehen und schön ein Zeichen ins Ausland zu setzen. Wir hier in Deutschland, wir nagen am Hungertuch. Unsere Industrie geht bankrott. Wir wissen nicht, wie wir die Kosten noch stemmen sollen. Dort geht unser Geld hin, Freunde. Unser Steuergeld. Die erwirtschaften selbst nichts. Haltet euch das immer wieder vor Augen. Die 300 Euro Schweigegeld, die die Rentner bekommen haben, die sind lange, lange aufgebraucht. Und ich nenne es mit Absicht Schweigegeld. Und viele haben sich damit in das Licht führen lassen. Wenn ich den Habeck höre, könnte ich kotzen. Wir erhalten ja auch die ganzen Ermäßigungen. Wir kümmern uns darum, dass das alles erhalten bleibt. Die geben uns doch unser Geld zurück. Das ist doch nicht denen ihr Geld, wo die sagen, wir subventionieren jetzt die Menschen, damit die weiterleben. Nein, wir haben es vorher bezahlt. Wir haben es erarbeitet, verdammt nochmal. Das muss doch bei jedem in die Birne reingehen. Es ist unser Geld, das sie uns wiedergeben, ein Teil davon. Und rüsten sich, was es für eine tolle Regierung ist. Scheiße ist das. Bis Ende 2022 hat Deutschland für die Zentralafrikanische Waldinitiative, ich kann es gar nicht vorlesen, auch Geld bezahlt. Es ist der blanke Wahnsinn. So, was ist in der FDP los? Die FDP rebelliert gegen die Entscheidungen der Politik, was die Bauern angeht, die Subventionen der Bauern. Genauso läuft parallel in der FDP, und zwar bis 1. Januar, dann ist das Ding vorbei, die Mitgliederbefragung, ob die FDP aus der Ampelkoalition austreten soll oder nicht. Am 1. Januar ist die vorbei. Wir haben jetzt Weihnachtspause, es ist Silvester. Keines dieser Mitglieder kann sich irgendwo organisiert treffen, man kann es nicht ausdiskutieren. Es ist ein totgeborenes Kind und ein totgeborenes Pferd. Und Lindner hat schon, und das ist wieder die Demokratie in unserem Lande, gesagt, so ähnlich wie das Annalena 360 Grad, hunderttausende Kilometer weg, Länder, Baerbock gesagt hat, ich scheiß drauf, was meine deutschen Wähler denken. Lindner scheiß drauf, was die FDP-Mitglieder denken und wie sie entscheiden, weil er hat gesagt, wir bleiben drin in der Koalition, kann jeder nachlesen. Eine Riesensauerei. Demokratie sieht bei mir anders aus. Wegjagen das Volk! Und jetzt kommt der Burner, Freunde. Holt schon mal eure Taschentücher raus. Totaler Realitätsverlust. Scholz spricht ernsthaft von seiner erfolgreichen Wiederwahl. Als ich die Schlagzeile gefunden habe, habe ich gedacht, ich bin im falschen Kino. Habe mir die Augen gerieben, habe gedacht, nee. Aber die Spitzen der Ampelregierung verkündeten am Mittwochnachmittag in ihren Durchbruch beim Haushaltsstreit. Und während das Volk von Woche zu Woche unzufriedener ist mit der politischen Führung des Landes, ich zitiere natürlich wie immer, damit mir nichts passiert. Jemand vom Staatsschutz da heute? Ja. Wer ist es? Ja. Fritz ist nicht, Fritz ist krank. Übrigens ganz, ganz viele liebe Grüße an alle Kranken zu Hause, die heute hier nicht live dabei sein können. Gute Besserung, gute Genesung, schiebt euch kein Stäbchen in die Nase, es ist einfach nur eine Erkältung oder eine Grippe. Gab's vorher schon. Macht das bitte nicht. Steckt euch nicht mit irgendwas anderem an. So. Und während das Volk von Woche zu Woche unzufriedener ist mit der politischen Führung des Landes, blickt Scholz sehr optimistisch nach vorne. Ich komme mir vor wie auf dem Aschermittwoch hier. In der ARD-Sondersendung Farbe bekennen, am Mittwochabend gab Scholz zu, man müsse nicht drum herum reden, dass die Bürger gerade in schweren Zeiten schnelle Lösungen verlangen würden. Das sei jedoch in einer Demokratie keine Sache, die man verordnen kann. Nee, man könnte vernünftige Politik machen.
Und dann folgte eine Scholz-Selbsteinschätzung über seine Ampelregierung, mit der er wohl sehr einsam ist in diesem Land. Wir haben, ich zitiere, so viele Dinge zustande gebracht, dass das die Basis dafür sein kann, dass man in den nächsten 2 Jahren erreicht, dass dann auch angesichts der Ergebnisse die Zustimmung für die ganze Regierung, die sie tragenden Parteien, aber auch für meine und auch für den Kanzler gut genug ist, um sich erfolgreich an die Wiederwahl zu machen. Daraufhin hat das Coronavirus gedacht, den greife ich mir, den ziehe ich aus dem Verkehr. Also man kann es sich nicht schöner ausdenken, was dieser Mann im Kopf hat. Ich weiß, er hat es ja wieder vergessen. Wann war das, am Mittwoch? Na, das war Donnerstag schon wieder weg. Aber ist egal. Er geht wahrscheinlich morgen ins Kanzleramt, weil er nicht mehr weiß, dass er Corona hat. Ist auch egal. Ich habe noch ganz schlimme Sachen. Ich mache was Lustiges. Nee, was Lustiges ist ja nicht lustig, ist ja ekelhaft. Habt ihr die Schlagzeile gesehen? 50-jährige Transfrau schwimmt gegen 16-jährige Mädchen und nutzt dieselbe Umkleidekabine. Als ob es nicht genug wäre, dass die 50-jährige Transfrau Melody Weishart mit ihren körperlichen Vorteilen beim Schwimmen gegen Teenager-Mädels antritt. Der biologische Mann zog sich auch mit den 16-jährigen Mädchen in derselben Umkleidekabine um und sorgte bei den Eltern für eine Welle der Wut. Kann ich verstehen, die Mädchen hatten Angst und die Eltern sind dagegen vorgegangen, finde ich richtig. Gehört sich nicht, erstmal schon der Altersunterschied, Wettbewerbsfähigkeit ist da überhaupt nicht gegeben oder Wettbewerbsgleichheit, so ein Schwachsinn, der sowas zulässt. Aber es wird ja immer schlimmer. Und der Tübinger Ex-Bürgermeister, der Grüne, Boris Palmer, knickt jetzt vor den Linksalarmisten ein und streicht die Feuerzangenbowle aus dem Kino, die jedes Jahr Weihnachten läuft dort in Tübingen. Mit Heinz Rühmann, ihr kennt das alle, ein tolles Stück Filmgeschichte, veröffentlicht im Jahr 44. Ein brillanter Rühmann in der Rolle des Hans Pfeiffer, der sich als Schüler verkleidet in ein Gymnasium einsteigt, macht den Film unsterblich. Aber er ist in der NS-Zeit gedreht worden und deswegen beugt sich Palmer den Nazi-Schwurblern. Einfach nur schade, weil ich denke mal, egal wann der gedreht wurde, aber an diesem Film erkenne ich nicht das Geringste, was es verbieten würde, diesen Film zu zeigen. Und er gehörte auch bei mir viele, viele Jahre lang regelmäßig und immer wieder zur Kultur, die ich mir gerne mal angetan habe. Aber man vernichtet ein Land und eine Bevölkerung eben auch, indem man als erstes seine Kultur zerstört und seine Werte. Und das ist hier wieder ein Punkt, wo jemand eingeknickt ist, wo mir das wirklich, wirklich leid tut. Drum. Also Herr Boris Palmer, Sie haben schon schöne Worte gesprochen in anderen Dingen. Hier ein absolutes No-Go von uns. Ich hatte es letztens schon angesprochen, die Zahlen liegen auf dem Tisch amtlich. Die Parteien gönnen sich einen Millionenbonus fürs neue Jahr. Kurz vor Weihnachten gönnen sich auch die Parteien eine wohltätige Spende. Der Bundestag hat am Freitag der Erhöhung der Obergrenze für die staatlichen Parteienfinanzierungen zugestimmt. Nur eine Fraktion stimmte dagegen, ratet. Künftig soll die Obergrenze pro Jahr rund 184,8 Millionen Euro betragen. Die Entscheidung gilt rückwirkend bis zum Jahr 2018. In einer normalen 4-jährigen Wahlperiode summiert sich der Betrag damit auf etwa 740 Millionen Euro. Alle Fraktionen im Bundestag stimmten zu, FDP, SDP, CDU, CSU, die Grünen. Nur eine war dagegen. Sauerei. In dieser Situation eine Riesensauerei. Und ich will nicht mit dem Kanzleramt anfangen, was da neu gebaut werden soll. Ganz lustige, ich habe nur 30 Blätter noch, ist nicht so schlimm, ihr seid der Tapfer heute. Letztes Mal dieselbe, ziehen durch. Ne? Schöner Bericht zur Klimaanpassung in Deutschland. Wie aus einem am Dienstag in Berlin vorgestellten Monitoringbericht zur deutschen Klimaanpassungsstrategie hervorgeht, hat sich die Lufttemperatur im Jahresdurchschnitt 22 um 1,7 Grad Celsius im Vergleich zum Jahr 1881 erhöht. Mit den immer häufigeren Rekordhitzewellen, vor allem in diesem Jahr, in den vergangenen Jahren, habe sich Deutschland damit stärker erwärmt als die übrige Welt. Also da sind ja Mauern so rundherum bis hoch hinaus ins All und nur Deutschland, nicht Polen.
Man kann das. Es fehlen einem einfach die Worte, wenn man so eine Grütze sieht und liest. Steffi Lemke, die Grünen, hat das rausgehauen. Es ist der blanke Wahnsinn. So, und dann sind wir beim Auswärtigen Amt. Annalenchen Baerbock gönnt sich eine Luxusresidenz mit Tennisplatz und Schwimmbad. Der Bundesrechnungshof sagt, warum? 8 Millionen Euro hat das ganze Scheißding gekostet in Brüssel, obwohl da schon einige Regierungsgebäude vom Auswärtigen Amt vorhanden waren. Es ist ein blanker Wahnsinn. Und dann wurde das nicht nur als einziges bemängelt, sondern das Auswärtige Amt hat schon mehrmals Dinge getätigt, Käufe getätigt und den Bedarf für den Kauf weder nachgewiesen, noch Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eingehalten. 15.000 Quadratmeter groß ist dieses neue Grundstück. Von unserem Steuergeld bezahlt. Die haben Grundstücke, die werden nicht mal genutzt, habe ich gelesen. Ein Grundstück ist fast nicht benutzt. Es ist gekauft von unserem Steuergeld, vom Auswärtigen Amt und wird nicht benutzt. Weg! Korrupt! Diebstahl unseres Steuergeldes. Einfach nur zurücktreten. Fertig, aus, die Maus. Braucht kein Mensch. Wir schuften uns den Buckel krumm und die... Und jetzt kommt unser Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er liebäugelt mit der Rückkehr zur Wehrpflichtigen, zum verpflichtenden Wehrdienst für Männer und Frauen. Ähnlich wie das andere Länder machen. Ich glaube, er bringt Dänemark oder Schweden ins Spiel. Muss ich noch, sobald ich will euch, ich will ein bisschen abkürzen. Ja, das würde auch gehen. Also, er hat nicht mehr genug Soldaten, die er in den Krieg schicken kann. Und der nächste Schlag, den er ausgibt, wir haben nur noch 5 bis 8 Jahre, bevor Putin uns angreift. Verteidigungsminister Pistorius warnt vor Putins Angriff. Wir haben 5 bis 8 Jahre, bevor... Es ist einfach nicht zu begreifen, ja, was dieser Mann von sich gibt. Und Wladimir Putin hat natürlich gleich geantwortet. Und Putin nennt die Warnung vor dem Angriff auf die NATO völligen Blödsinn. Und wisst ihr was, ich glaube dem das auch. Aber nichtsdestotrotz, 4.800 Soldaten und 200 Zivilbeschäftigte wollen wir in Litauen als Brigade in den Dienst stellen, unsere Bundeswehr. Die haben nichts mehr zu fressen, die Essensrationen wurden gekürzt, die haben keine Waffen mehr, die sind alle in der Ukraine, werden auf dem Schwarzmarkt vertickert. Und jetzt wollen wir 4.800 Soldaten in Litauen stationieren, weil Litauen Angst hat vor dem aggressiven Herrn Putin, der wahrscheinlich Litauen auch noch angreift und Polen und Frankreich. Und Leute, das ist auch wieder Steuergeld. Das sind unsere Söhne. Das sind eure Enkel, die dort verheizt werden. Die schützen nicht unser Land. Wir sind nicht verteidigungsfähig. Aber 4.800 Mann in Litauen stationieren, es ist einfach, ich könnte einfach nur noch kotzen, wenn ich diese ganze Scheiße höre. Und im nächsten Atemzug sagt das Institut für Deutsche Wirtschaft, die Konjunkturprognose für 2024 wird eine Fortsetzung der Rezession weitergeben. Das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland wird wieder um 0,5% gegenüber dem Vorjahr sinken. Wir sind am Arsch, Deutschland ist pleite. Diese Regierung hat uns pleite gemacht. Alle als einen wichtigen Faktor für den Rückgang sieht das IW Köln, das Handeln der Ampelregierung und die anhaltende Haushaltskrise. Also das Handeln der Ampelregierung beinhaltet ja die Haushaltskrise. Die haben es ja geschaffen, künstlich. Netzentgelte werden auch teurer, Freunde. Ganz wunderbar. Die 4 Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, erhöhen im Januar, ab dem 1. Januar von derzeit 3,12 Cent je Kilowattstunde auf 6,43 Cent. Freut euch des Lebens. Dankeschön, Ampelregierung, für diesen Dreck, den ihr uns hier antut. Und 550 Millionen Euro für eine Impfstofffabrik in Afrika. Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Sonntagabend, also am vergangenen, zu einem Besuch nach Ruanda. Die Grünen-Politikerin will in der Hauptstadt Kigali die Baustelle der ersten kommerziellen mRNA-Impfstofffabrik des Mainzer Pharmaunternehmens BioNTech auf den afrikanischen Kontinent besuchen. Und wir stützen das Ganze mit 550 Millionen Euro. Dort wird unter anderem Covid-Impfstoff hergestellt. Was haben wir über Covid-Impfstoffe gelernt die letzten 2-3 Jahre? Der blanke Scheißdreck. Was haben wir über mRNA-Impfstoffe gelernt mittlerweile? Der blanke Scheißdreck.
Und wir mit unserem Steuergeld 550 Millionen nicht für Schulen, nicht für Rentner, nicht für Ausbildung, nicht für Lehrer, nicht für unsere Straßen, für eine Impffabrik von BioNTech Pfizer, die sich einen goldenen Arsch verdient haben mit der Vergiftung von Menschen weltweit. Eine Schande ist das. Und in Schleswig-Holstein erhalten die Flutopfer der verheerenden Sturmflut keine Unterstützung von der Bundesregierung. Deutsche in Not, Ahrtal immer noch nicht alle Gelder ausgezahlt. Nichts ist passiert, viele leben noch genauso wie kurz nach der Flut, Freunde. Es ist eine Schande, wenn man das alles vorlesen muss und dann wieder vorliest, wo unsere Gelder versaubeutelt werden. Und das Allerschlimmste ist, dass wir mit unseren Geldern, mit unseren Steuergeldern Kriege finanzieren. Das ist eine Riesensauerei. Wir fordern den sofortigen Beginn von Friedensgesprächen. Es spricht kein Mensch über Verhandlungen mit Putin. Habt ihr noch was von Israel gehört in den Nachrichten? Ist das Thema noch so aktuell? Es ist weg. Es kommt das Nächste. Wir sind jetzt wieder im Winter. Die Grippewelle kommt. Carli rudert zurück. Ein Tag sagt, das ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht erwiesen, dass das alles hilft. Den nächsten Tag sagt er, wir müssen uns bis Weihnachten impfen, um unsere Familie nicht anzustecken. Das ist so ein verlogenes Pakt, das geht mir so auf die Eier. Die müssen alle zurücktreten, die müssen weg. Egal, was da kommt. Und dann hatten wir letzte Woche ja eine Veranstaltung hier auf dem Marktplatz, die eine Gegendemonstration zu unserer sein sollte, laut Ankündigung. Ich muss zunächst einmal sagen, ich fand es mutig von diesem jungen Menschen allein erstmal das anzumelden. Ich fand es mutig von allen, die hier auch Gesicht gezeigt haben. Ich fand es ein bisschen einseitig und vielleicht auch vom Thema abweichend, weil es hat jetzt nicht unbedingt unsere Demos wiedergespiegelt. Und wer sich aus einer Stunde Demo, die ja montags stattfindet, 3 Minuten rauspickt und darauf eine halbe Stunde rumhackt, da kann ich auch nicht viel antworten drauf. Und wenn man dann vergisst, derartige Aussagen, die zitiert worden sind von AfD-Politikern, ehemaligen oder aktuellen, so einseitig stehen zu lassen und nicht auch gleichwertige, und die gibt es, ich habe mir die Mühe aber nicht gemacht und ich werde sie nicht hier breittratschen. Es gibt genau solche Aussagen von SPD-Politikern, es gibt genauso Aussagen von Grünen-Politikern und von CDU-Politikern, die genauso unmenschlich und menschenverachtend gewesen sind. Und wenn ich mir den SPD-Parteitag angeschaut habe, und diesen älteren Herrn, ich wollte euch das eigentlich vorspielen heute, aber ich mache es nicht. Und wenn die AfD in einer Kneipe, ich versuche das mal zu zitieren, wer das nicht gesehen hat, eine Veranstaltung machen will, dann gehen wir mit der Antifa zusammen zu dem Wirt und unterhalten uns mit dem Wirt. Und wenn das nicht gereicht hat, gehen wir nochmal mit der Antifa dahin und sprechen da ein etwas heftigeres Wort mit dem Kneiper. Und wenn der immer noch diese Veranstaltung durchführen will, das kann er dann jetzt am Mikrofon nicht so sagen, was dann passiert. Das müsst ihr euch vorstellen, vor laufenden Kameras einer SPD-Veranstaltung. Da spricht kein Mensch drüber, da habe ich nichts in der Zeitung drüber gelesen. Wo ist da der Verfassungsschutz gewesen? Wo ist der Aufschrei? Ich kann es nicht begreifen. Mit zweierlei Maß wird hier gemessen. Es ist eine Riesensauerei, was in diesem Lande vorgeht. Und die stellen sich vor laufende Kameras und geben offen ihre brutalen Eigenschaften, Machenschaften zu. Es ist einfach ein Witz. Und jeder andere Mensch, der irgendwo von einer anderen Partei kommt, wird wegen jedem Forts angeschissen, verfolgt, abgehört, benachteiligt, denunziert, auf der Straße die Augen blau geprügelt. Es ist einfach traurig, was in diesem Lande vorgeht. Das alles hat mit Demokratie nichts zu tun. Und das alles ist der falsche Weg. Wir stehen hier für gewaltfreien Widerstand. Wir wollen unsere Meinung sagen. Hier kann jeder seine Meinung sagen. Hier hätte auch der junge Mann von letzter Woche seine Meinung sagen können. War nun besser, dass er es nicht gemacht hat, weil das wollten wir uns so nie anhören. Aber wenn wir mal über Themen sprechen, die hier eigentlich die Hauptthemen sind, und das ist nicht irgendeine Partei, sondern das ist hier der wirtschaftliche Ruin, der uns bevorsteht, und gegen den wir alle vorgehen, und die körperliche Unversehrtheit, für die wir alle kämpfen, für unsere Kinder, Enkelkinder, für uns selbst. Hier ist immer jemand willkommen, der seine Meinung äußern will. Das will ich damit nochmal nach draußen tragen. Ansonsten danke ich euch für letzte Woche, dass ihr so friedlich geblieben seid, und letzten Endes sind ja doch 1-2 Leute noch ins Gespräch gekommen, das fand ich auch sehr schön.
Das ist die Sache, warum wir gesagt haben, wir lassen unsere ausfallen und gucken uns das an. Das fand ich gut. Ich habe nun etwas kürzere Redezeit gehabt, aber auch damit muss man in einer Demokratie leben können. Herrn Fahle geht es ja meist nicht anders im Bundestag. Und nun bin ich wieder bei einem ganz bösen Thema. Rekordfamiliennachzug in diesem Jahr. Vom Auswärtigen Amt wird bestätigt, dass bereits 121.000 Visa ausgestellt worden sind. Ja. Im Rekordjahr 2017 waren es 117.992. Wir sind also schon drüber. Und das ganze Ding geht so weiter. Und alle wollen Bürgergeld. Alle kriegen Kindergeld. Und es will mir einer erzählen, dass das Menschen sind und Fachkräfte. Und ich habe das letzte oder vorletzte Woche einmal gesagt, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und habe das Beispiel genannt, wenn ich politisch verfolgt werden würde, ich mit meinem Namen vorneweg, und würde die Flucht ergreifen in ein Land, um dort um Asyl bitten zu wollen, dann würde ich nicht meinen Ausweis vor der Grenze wegschmeißen, dann würde ich den mitnehmen. Und dann würde ich sagen, ich bin Herr XY aus Dummersdorf und ich werde politisch verfolgt, dann könnte man nachvollziehen, aha, er ist es wirklich, aha, dort ist gerade was im Gange, er ist politisch verfolgt, er kann natürlich hier einen Asylantrag stellen. Ich kann das nicht verstehen, dass die Leute alle ohne Pass kommen. Jeder, der hier ohne Pass kommt, ist für mich ein Sozialbetrüger. Wer hier wirklich rein will, weil er verfolgt ist, der bringt seinen Pass mit und sagt, ich komme von da und da, das ist Kriegsgebiet, hier ist mein Ausweis. Dann ist er hier willkommen, dann kümmern wir uns um ihn und seine Familie. Punkt aus, fertig. Und das ist nicht rechtsradikal oder sonst irgendwas, da könnt ihr euch alle im Kreise drehen, da draußen, die das hören. Das ist einfach nur fair und gerecht gegenüber allen, die in diesem Land Steuern zahlen und das mitfinanzieren. Und wir zahlen natürlich auch, Bürgergeld für die Zweitfrauen. Und sie dürfen ja bis 4 Frauen haben. Also, ne? Wir kriegen einmal Bürgergeld, weil ich habe nur eine Frau, aber die geht dummerweise arbeiten. Ich weiß auch nicht, warum die das macht. Wahrscheinlich brauche ich auch mal noch 2, 3 mehr, die nicht arbeiten gehen. Das würde die Wirtschaftskasse, aber wir dürfen ja nicht. Das ist auch wieder Quatsch. Politiker in Rostock, das nächste Thema. Asylheim wird geschlossen. Wer es nicht verfolgt hat, mit einem Ergänzungsantrag sorgen CDU und AfD dafür, dass Linke, SPD und Grüne gegen die Verlängerung des Nutzungsvertrages für eine Migrantenunterkunft stimmen. Die zogen daraufhin empört ab. Der Landkreistag Rostock hat am Dienstagabend beschlossen, den Nutzungsvertrag für eine Flüchtlingsunterkunft in Kralmüritz an der Ostseeküste nicht zu verlängern. Mal ein Zeichen in die richtige Richtung, denke ich. Jeder kann sich das durchlesen, jeder kann das selbst recherchieren, wer mir nicht glaubt. Nun ist es so, dass die niederländische Politbloggerin und Journalistin Eva, oh Gott, die haben aber auch schwere Namen da, die Niederländer da. Flaudingerbrug teilt auf Twitter mit. Das niederländische Parlament hat gerade für einen historischen Antrag gestimmt. Die Niederlande können nun aus der Asyl- und Migrationspolitik der EU aussteigen und damit in die Fußstapfen Dänemarks treten. Es geht also. Man muss nicht alles mittragen, was in der EU beschlossen wurde. Es sei denn, man ist Redelsführer, so wie unsere deutschen Politiker. Dann kann man so einfach nicht raus aus der Geschichte. Deswegen können sie sich auch nicht umdrehen und die andere politische Richtung einschlagen, weil sie haben es alle angestoßen und vermasselt. Der nächste Aufschrei für mich war die Corona-Aufarbeitung in unserem Land, in unserem schönen Mecklenburg-Vorpommern, abgewiegelt. Und wenn ich mir die Beiträge und Kommentare von der SPD zum Beispiel angehört habe im Internet, nur bla bla, nur Verharmlosung, nur Verdummung der Leute. Es ist klar, wenn man da mitgespielt hat, wenn man Menschenleben auf dem Gewissen hat, wenn man gegen viele, viele Paragraphen verstoßen hat, die das Menschenrecht betreffen, dann will man keine Aufarbeitung. Sie ist aber bitter nötig. Und wir brauchen sie. Der Bundestag hat es nicht hingekriegt, wir haben es nicht hingekriegt. Wir werden aber dranbleiben und wir werden euch nicht vergessen. Mord verjährt nicht. Im Übrigen hat Norwegen die Zahlungen für Migranten, die keinen Asylstatus haben, gegen Null gefahren. Und ihr werdet euch wundern, was passiert ist. Die liegen nicht verhungert am Straßengraben, die sind weg.
Die sind wahrscheinlich, sind die hier, das ist richtig. Aber es geht. Sie sind weg. Und da habe ich noch was ganz Niedliches. Das ist einfach zum Kotzen. Ja. Herrlich. Guck mal, ich habe noch 50 Blätter. Nee, ich mache gleich Feierabend. Es ist aber so schön. Und für alle, die es noch nicht so richtig begriffen haben und schnallen, die Telekom entlässt 15.000 Mitarbeiter, Siemens 7.000, Opel 4.000, VW 30.000, die Deutsche Bank 7.000 und so setzt sich das durch die ganze Industrielandschaft unseres Landes fort. Und Deutschland schreit nach ausländischen Fachkräften. Warum? Werden alle gerade freigesetzt aufgrund der guten Wirtschaftspolitik unseres Landes. Wir haben genug eigene Fachkräfte. Kann keiner mehr sagen, es ist nichts mehr da. Lindner hatten wir schon, guck mal, ich kürze ab. Wunderbar, die Partei der stellt einen ersten Oberbürgermeister, ein parteiloser Bürgermeister in Pirna, gewinnt die Oberbürgermeisterwahl. Die AfD hat ihn aufgestellt. Tim Lochner, herzlichen Glückwunsch. Das ist Demokratie. Bei einer demokratischen Wahl, von dem Volk demokratisch gewählt, kann man anerkennen und kann auch mal sagen, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht und entsetzt über Herrn Orban aus Ungarn, der bei der Abstimmung über die Beitrittsverhandlungen der Ukraine und der Moldau den Saal verlässt, wo er der Einzige war, der im Vorfeld als Gegenstimme bekannt war. Und das EU-Parlament kann nur Dinge beschließen, wenn es einstimmig ist. Also es darf keine Gegenstimme geben. Im Vorfeld wurden 10 Milliarden Euro von der EU-Kommission freigegeben, die auf Eis gelegt wurden für Ungarn. Ich halte das für sehr beschämend, er tut es vielleicht für sein Volk, aber in dieser Situation den Arsch einzukneifen, ich hatte von ihm ein anderes Bild und bin sehr enttäuscht darüber, aber hier ist wieder was gelaufen, was mit Demokratie und Fairness nichts zu tun hat. Und so sind wir jetzt drauf und dran, das korrupteste Land Europas in die EU mit aufzunehmen und uns mit haftbar und strafbar zu machen für alles, was sie da noch weiter tun. Das ist der blanke Wahnsinn. Neue Studie zu Covid-19, Neuseeland, weltweit 17 Millionen Menschen an den Folgen von Covid gestorben, habe ich schon mal vorgelesen. Neuestes Beispiel, erlebt Gott sei Dank, Herzstillstand mitten auf dem Platz. Lockyer von Newtontown am Wochenende, Herzstillstand umgefallen auf dem Platz, von beiden Mannschaftsärzten wiederbelebt. Hat keiner gefragt, wie oft er geimpft worden ist. England war ein ganz heißes Pflaster. Es durfte da auch keiner Fußball spielen ohne 3 Spritzen oder was weiß ich wie vielen. Keiner hinterfragt, was dieser Scheißdreck noch alles mit sich bringt. Und Heiko Schöning, ein guter Mann, habe ich in Berlin gesehen, wer mit war, hat dort gut gesprochen. Corona-Kritiker und sehr stark engagiert für die Aufarbeitung und hat im Vorfeld schon gewarnt vor diesen Verbrechen an der Menschlichkeit. Sagt, der nächste Angriff kommt und der nächste Angriff ist ein Angriff auf das Mikrobiom. Das wird größer als Corona. Als Mikrobiom wird die Gesamtheit der Mikroorganismen im Darm bezeichnet. Diese bilden ein komplexes Ökosystem, ähnlich einem tropischen Regenwald. Auch er kann nur gedeihen, wenn alle in ihm lebenden Organismen im Einklang miteinander stehen. Nimmt zum Beispiel eine Pflanzenart jedoch überhand, kann dies das ganze Gleichgewicht stören. Sie arbeiten dran. Sie geben Millionen von Geldern aus, um die nächste Pandemie ins Leben zu rufen. Und diese Drecks-WHO, habe ich gelesen, empfiehlt immer noch, das ist der blanke Wahnsinn, Covid-Impfung für Schwangere. Noch heute empfehlen die Covid-Impfungen für schwangere Frauen. Das ist so ein korrupter Haufen, diese WHO. Von niemandem gewählt, von Gates und allen möglichen Dreck-Geldsäcken ins Leben gerufen, um diese Welt zugrunde zu richten und irgendwo ein Machtspiele zu spielen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Diese WHO gehört weg und der Pandemievertrag, Freunde, der gehört nicht unterschrieben. Wir müssen hier auch aufpassen und unsere Deppen da oben, die werden es tun. Die sind voll dabei. Tretet aus der ganzen Scheiße aus. Ne, wir ziehen aus hier. Ne? Wir gehen weg von Deutschland. Wir gründen einen eigenen Staat. Ohne Politiker. SPD-Politiker dreht heimlich Schwulenporno im US-Senat. Schöne Schlagzeile. Da ist er, der Bursche. Hat sich vorher noch mit Joe Biden ablichten lassen.
Georg Gauger ist SPD-Politiker aus Ludwigsburg, war dort Chef der Nachwuchsorganisation Jusos und gibt in den sozialen Medien selbst an Mitarbeiter im Bundesministerium für Arbeit und Soziales von Hubertus Heil zu sein. Und dann der Deutsche Bundestag als Kulisse eines schwulen Pornos, ich zitiere, Fragezeichen, in den USA ist genau das passiert. Im US-Senat wurde ein amateurschwulen Porno gedreht. Ein Video zeigt, wie zwei Männer Sex in einem der Konferenzräume des Hart Senat Office Building vergleichbar mit den Liegenschaften des Bundestages haben. SPD muss man unbedingt wählen, die haben ganz tolle Leute in ihren Reihen. Und dann komme ich wieder zu unseren Freunden, die letzte Generation. Es gibt ja schon Kindergärten, die keinen Weihnachtsbaum mehr aufstellen, aus Rücksichtnahme auf anders. Wir schaffen wirklich unsere Kultur ab. Und diese Spinner rennen los in Berlin, Oldenburg, Kiel, Leipzig, Rostock, Nürnberg und München und besprühen Weihnachtsbäume mit oranger Farbe. Dann gehen die nach Hause und setzen sich an Weihnachtsbaum. Das könnt ihr wetten mit euch. Die gehen nach Hause, setzen sich an Weihnachtsbaum und fragen: Mutti, was kriege ich denn für ein neues Handy? Diese bekloppten Kinder gehören weggesperrt. Das sind Straftaten. Das ist eine Frechheit gegenüber unserer Kultur, die wir jahrelang pflegen, mit der wir groß geworden sind. Denn es wirft sich auch keiner drauf und reißt sie um. Ich möchte nicht daneben stehen, wenn sowas mal passiert irgendwo. Ich würde mich wahrscheinlich vergessen. Es ist einfach nur zum Kotzen, was diese Grünschnäbel hier machen. Und die Bestrafung dafür ist nach wie vor viel zu gering. Hier wird noch Kuscheljustiz geübt und das finde ich richtig zum Kotzen. Neues aus dem rot-grün-dunkeln regierten Bremen. Hier hat natürlich die Partei Bündnis Deutschland zum wiederholten Male versucht, einen ihr zustehenden Posten im Vorstand der bremischen Bürgerschaft zu erreichen. Genauso wie das die AfD im Bundestag auch nicht kriegt. Die kriegen auch ihre Posten, die eigentlich ihnen zustehen würden, als Mitgliedspartei im Bundestag nicht. Und hier wurde im bremischen Landtag wieder abgestimmt. Die Wahl eines Schriftführers wurde durchgeführt und der Bündnis Deutschland-Kandidat wurde nicht genommen. 6 Stimmen dafür, glaube ich, und der Rest fast dagegen und 11 Enthaltungen. Eine Riesensauerei, Demokratie in Deutschland, eine ganz, ganz tolle Sache. Größter deutscher Solarzellenhersteller will Produktion in die USA verlegen. Warum? Ist lukrativer, günstiger, nicht wie hier mit unserem bekloppten Energie. Politiker hier. Über 1000 E-Scooter brennen in einer Gewerbehalle ab. Oh Gott, 1000 E-Autos sind weg. Genau wie die Pauschale fürs Kaufen. Oh Gott, die fallen da aus allen Wolken, die E-Auto-Leute, ne? Ja. Muss immer lachen, wenn ich die richtigen grünen Öko-Fuzzis sehe, die dann so ein E-Auto stehen haben. Sich nicht informiert haben, mit wie viel CO2-Abdruck das Ding schon mal vor die Tür kommt. Also wenn ihr euch irgendeiner was von Umwelt erzählt und fährt ein E-Auto, könnt ihr schon sagen, mit dir muss ich gerade nicht reden, informier dich mal. Man nennt es recherchieren, bevor man kauft. Das finde ich jetzt nicht unbedingt so eine schlimme Nachricht. Man muss diesen Scheiß nicht noch fördern. Von unseren Steuergeldern wohlgemerkt. Ne? Das fördert nicht die Regierung. Wir fördern das mit, die wir das nicht haben wollen, die wir teuren Diesel tanken müssen, um zur Arbeit zu kommen. Riesensauerei. Dr. Markus Krall, nicht nur, dass er vielleicht drüber nachdenkt, nächstes Jahr eine Partei zu gründen, lasse ich heute mal aus, aber er schreibt hier so einen schönen Tweet. Der Kapitän der Titanic Deutschland, Scholz-O-Mat, verkündet eine Notlage des Schiffs, weil nicht genug Eis für die Longdrinks in der Migranti-Bar zum fröhlichen Klimawahn gebunkert wurde. Der erste Offizier Habenix schlägt daher vor, Kurs auf den Eisberg zu nehmen, um dem Problem abzuhelfen. Cut, nächste Szene. Wir sinken nicht, wir schwimmen nur nicht mehr weiter. Kennen wir irgendwoher, ne? Schöne Sache. Und die Chinesen, nicht nur, dass sie die Umwelt verpesten mit Kohlekraftwerken, damit wir hier Windräder bauen können, nehmen ganz still und heimlich den ersten Thoriumreaktor in Betrieb. Wenig Strahlung, wenig Umweltverschmutzung. Und China hat genug Thorium, um das Land für die nächsten 20.000 Jahre mit Energie zu versorgen. Die Chinesen, an die wir nach wie vor 640 Millionen Entwicklungshilfe zahlen, sind uns so weit voraus, Freunde. Ich glaube, die haben schon ein samtweiches, seidenes Toilettenpapier und wir wischen uns immer noch mit diesem komischen Hakelfeucht da den Hintern ab. Es ist einfach ein Wahnsinn und auch da fließt unser deutsches Geld hin. Es ist eine Riesensauerei. Zum Schluss noch einmal die Erinnerung an den Antrag zur Ernennung von Julian Assange als Ehrenbürger zur Stadt Teterow. Wer noch nicht unterschrieben hat auf den Unterschriftslisten, den bitte ich das noch zu tun. Die habe ich alle hier.
Wer nicht weiß, wer Julian Assange ist, kann sich das gerne im Internet ausgucken. Hier geht es einfach darum, dass ein Mitarbeiter der freien Presse WikiLeaks-Gründer Kriegsverbrechen der USA und anderer Regierungen aufgedeckt hat und das veröffentlicht hat und dafür seit Jahren weggesperrt ist, erst in der Botschaft untergekommen und Schutz gesucht hat, weil die USA ihn ausliefern lassen wollen oder wiederhaben wollen. Jetzt ist er in England im Gefängnis. Wer sich hier noch dran beteiligen möchte, ich habe das verlängert und werde das im Januar dem Bürgermeister unserer Stadt hier reichen. Und ich brauche natürlich hier wesentlich mehr Unterschriften, als ich bis jetzt habe. Wir liegen irgendwo bei 300. Es wäre schön eigentlich, wenn jeder von euch einen Zettel mitnimmt, da sind 7 Unterschriften drauf, und bringt den voll wieder. Dann hätten wir 70 mal 7 oder 80 mal 7. Ich habe heute nicht gezählt, habt ihr mal gezählt? Wäre eine tolle Geschichte. Ansonsten, Freunde, wünsche ich mir ganz speziell vom Weihnachtsmann, dass der mit einem großen, großen, leeren Sack kommt und die ganze Hotvolée in Berlin einsammelt aus dem Bundestag und die irgendwo mit hinnimmt, wo die niemand wieder sieht. Das ist mein schönster, größter Wunsch. Aber es klappt ja auch nicht so immer und ich war auch nicht immer artig. Vielleicht nimmt er nur ein paar mit, ich weiß es nicht. Ich wünsche euch jedenfalls, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, bleibt tapfer. Kommt wieder am 8. Januar, geht's hier weiter, 18 Uhr, wie gewohnt, auf diesem Marktplatz, Freunde. Bleibt hellhörig, recherchiert, lasst euch nicht verarschen, verfolgt alles, was ihr verfolgen könnt, tauscht euch untereinander aus. Irgendwie geht es weiter. Es kann mit dieser Regierung nicht weitergehen. Es kann eigentlich mit dem Parteiensystem nicht weitergehen. Aber wir müssen kurzfristig irgendwas machen. Und kurzfristig heißt es einfach nur, dass die da weg müssen. Dass es kann mit dieser Ampelregierung einfach nicht funktionieren. Wir hatten alle gehofft, die hören am 8. Dezember auf, wenn sie ihre Pensionsansprüche bestätigt haben. Sie sind aber noch da und machen rotzfrech. Und ich sage mit Bedacht rotzfrech, einfach weiter mit ihrem Lügenmanuskript und tricksen die ganze Bevölkerung dieses Landes aus und schämen sich nicht und machen uns zur Lachnummer der ganzen Welt. Weil jeder Mensch, jeder Politiker eines anderen Landes, jeder Wissenschaftler, jeder Wirtschaftswissenschaftler, jeder Ökonom weiß, dass diese Regierung nur Bullshit verübt und ihr Land verarscht. Wir brauchen endlich jemanden an der Spitze unseres Landes, der für die Bevölkerung dieses Landes etwas tut. Das ist bitter nötig. In diesem Sinne, bleibt standhaft. Lasst uns weiter gemeinsam auf die Straße gehen. Wir sehen uns wieder am 8. Januar. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Treue. Bleibt gesund. Dankeschön. Ja, schwenken wir kurz mal hier rum. Dekokiste TV immer noch am Start. Wir hoffen, oder zumindest ich hoffe mal, dass jetzt der Strom hier nicht eine Mücke macht. So, und hier haben wir noch was Warmes. Die Versammlung ist hiermit beendet. Das heißt, man darf sich hier auch was Warmes holen. Auf der Rückseite meines Fahrzeuges gibt es so kleine Becher. Da kann man sich ein bisschen aufwärmen. Nehmt das bitte in Anspruch. Das ist ganz lieb organisiert und vielen Dank dafür. Ja, halten wir noch mal drauf. Die Leute holen sich alle nur weg von dem Selbstgemachten. Und ich vergaß allerdings zu Beginn noch einige andere Leute, so wie den Alexander Ehrlich in Österreich und viele, viele weitere. Wir werden gesehen in Österreich, wie gesagt, in der Schweiz, in Großbritannien, vermutlich auch in Holland. In Russland weiß ich ganz genau, dass wir dort auch treue Zuseher haben und natürlich in Deutschland. Ihr könnt den Stream natürlich, so wie ihr es selbst benutzt, herunterladen, weiterverbreiten. Tja, was bleibt da noch? Der Rainer hat im Prinzip alles gesagt. Ich wünsche euch für dieses Jahr, sofern wir uns nicht mehr sehen sollten, auch einen dicken Sack, einen guten Rutsch und ein gutes Gelingen für das neue Jahr. Aber ich denke, wir werden uns noch mal sehen. Ja, ich auch noch mal. Ja, wir sind noch live. Ja, jetzt haben wir noch mal im Großformat. Jawohl. Als abschreckendes Beispiel. Ach, das kann man so nicht sagen. Es gibt Schlimmeres. Ich hätte ja einen Rainer ein bisschen aufklären sollen vorher.
über die Flüchtlingsgeschichte, die übers Mittelmeer kommt. Dass man mal seemännisch ein bisschen das begreift, warum die die Ausweise wegschmeißen. Von Nordmarokko bis zur italienischen Insel. Das sind über 50 Seemeilen. Und die machst du nicht richtig mit einem Außenborder und mit einem Schlauchboot. Nee. So. Und diese Woche wurde im Bundestag verkündet, dass eben die Unterstützung für die Seenotrettung bis 2026 verlängert wurde. Ja. Das heißt, unsere Schlepperboote sind meist dort unterwegs. Richtig. Und die Seenotrettung wird für diese Schleppergeschichte missbraucht. Genau so sieht es aus. Die sich selbst ins Wasser stürzen. Genau so sieht es aus. Suizidmäßig ins Wasser stürzen, weil sie genau wissen, sie werden aufgefischt. Richtig. Die fahren nämlich stellenweise mit dem Schlauchboot bloß die 10 Meilen raus, werden dann aufgefangen, fahren die 40 Meilen rüber und werden dann wieder in Schlauchboote kurz vor Lampedusa umgesetzt. Und wenn du die Aufnahmen mal genau siehst, von den Schlauchbooten, ist alles von oben gemacht, also von einem größeren Schiff. Richtig. Die sind immer in der 10-Meilen-Zone und kassieren für jeden Flüchtling erhält. Richtig, genau so läuft das. Und so läuft das. Es ist ja offen. Und von denen wird auch gesagt, schmeißt eure Pässe weg. Richtig. Nach EU-Gesetz sind wir dann zuständig, nachzuweisen, wer ist denn das überhaupt? Richtig. Das ist nämlich umgedrehte Beweisführung. Richtig. Allerdings, da kommt wieder eins, sie halten sich ja noch nicht mal an ihre eigenen Gesetze. Wenn man Schengen jetzt einhalten würde, würde das Problem gar nicht bestehen. Dann spielt es kein Problem mehr, ob die einen Pass haben oder nicht. Dann müssen sie schwimmen. Nee, das Schengen-Gesetz ist vollkommen mit den Füßen getrampelt. Eben. Da müsste sie Italien behalten. Die würden gar nicht reinkommen, wenn sie es durchsetzen würden. Das wäre das. Ja, das nochmal zum Abschluss. Na, so viel dazu. Vor Weihnachten nochmal ein Statement. Haben wir nochmal erhaschen können. Ich darf mich auch bei dir bedanken. Wir schwenken nochmal in die Richtung. Ja, die Leute haben sich versammelt. Und hier gibt es den ersten Unfall, aber damit wollen wir auch schließen. Okay. Ja, damit verabschiede ich mich hier heute aus Petro. Noch einmal einen kleinen Sonnenblick. Ja, also dann sage ich mal ciao, ciao. Bis bald wieder. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr. Also, bis dann. Auch das kann man so nicht sagen. Tschüss. Natürlich gibt es jene, die nicht wollen, dass wir reden. Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben. Eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben.